Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Freude, hier zu sein, ist für mich sehr persönlich auch etwas, was ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Im vereinten Deutschland, in Berlin, in der baden-württembergischen Landesvertretung eine Veranstaltung durchführen zu dürfen. Alles Leben ist Problemlösen. Ganz in diesem Sinne erfordert unsere heutige Umwelt in immer rascherer Abfolge kreative Problemlösungen für den Alltag im Wandel der Berufsfelder, des Arbeitsmarktes, der Präferenzen, des Güterraumes, der Kulturen. Es zählen vor allem analytische Fähigkeiten, Kreativität, Weitsicht, Schnelligkeit und in Anknüpfung an den Titel meiner Keynote, die heißt Mut machen, zu Mut haben, Mut. Und unsere Kinder als nachfolgende Generation haben Herausforderungen zu bewältigen, für die die Bezeichnung historischer Umbruch keineswegs übertrieben scheint. Meine Geschäftsidee ist halt diese Hose. Mein Unternehmen heißt Nifty Sportswear und es geht halt darum, dass ich in meiner Freizeit halt auch tanze. Und da hat mich halt gestört, dass am Schritt das halt immer zu eng war. Und da habe ich mir überlegt, was man da machen kann. Und dazu ist mir halt eingefallen, dass man vielleicht dort einen sportlichen Stoff nehmen kann, der sich halt extrem gut dehnen lässt. Und ich wollte halt auch diesen kulturellen Aspekt reinbringen und deswegen halt auch diese verschiedenen Muster hier. Die kann man halt individuell halt auch austauschen. Das gibt es halt noch nicht im Sportbereich, dass man seine eigenen Wünsche auch dort einbringen kann. Den Kopf aller Ideen, die ich jeden Tag hab. Mal sehen, welche ich davon umzusetzen vermag. Mit Power und Ausdauer, das ist wohl jedem klar. Das Ziel fest vor den Augen, ist der Weg auch steinig und schwer, wenn du es durchziehst, wirst du ein Entrepreneur, du erwachst aus einem Traum, kannst den Traum gar nicht glauben, hast geträumt von meinem Unternehmen. Später willst du davon mal können leben. Im Nifty-Kurs kannst du eine Idee aufbauen. Dabei entwickelst du Selbstvertrauen. In meinem Traum ist die Idee geboren. Jetzt hab ich mir den Erfolg geschworen. Träum dein Traum. Träum dein Traum. Träum dein Traum. Es allen zeigen, denn irgendwo will ich es auch mir selber beweisen. Ich fange an mit der Marktanalyse und bekomme bei den Zahlen erst eine Krise. Doch eigentlich sind diese ganz okay, deswegen werde ich es in der Realität durchziehen. Träum dein Traum. Einnahmen da. Ich fühle mich einfach wunderbar. Durch Nifty bin ich meinem Traum etwas näher. Hurra, ich werde Entrepreneur. Nun bin ich ein erfolgreicher Mann. Hab den Lehrern gezeigt, was ich alles kann. Hab meinen Traum gelebt. Werd ihn nie vergessen und sage nur so viel. Riskiere es, denn es ist nie zu spät. Ich habe jetzt die große Ehre, euch erstmal zum einen allen zu gratulieren. Ihr wart großartig und ich kann echt sagen, der Jury ist das immens schwer gefallen, da Entscheidungen zu treffen. Ganz spontan haben wir heute reagiert und einen Sonderpreis möchten wir gerne ausloben.
und Herren, ich bin wirklich sehr erfreut, dass Sie in so großer Zahl, was für Berlin ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, zu uns gefunden haben. Ich will versuchen, in wenigen Worten zu erklären, warum ich selbst die bewährte NIFTY-Ausbildung für eine hervorragende und für die Zukunft unserer Gesellschaft fast unverzichtbare Sache halte. Schafft das Umfeld, das es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, ihre Kreativität, ihre Fähigkeiten, ihre Fantasie und ihr Wesen frei zu entfalten. Der NIFTY-Kurs eröffnet Jugendlichen die Wirtschaftswelt als ein solches Umfeld. Die Kinder und Jugendlichen werden in ihren eigenen Vorstellungen und Träumen unterstützt und herausgefordert. Das macht sie zu selbstbewussteren und motivierteren Menschen. Beispiele dafür haben Sie eben zum großen Teil jedenfalls schon im Foyer kennengelernt. Aber es geht noch um mehr. Wir leben in einer Transformationsgesellschaft. Die Wirtschaftswelt verändert sich durch Globalisierung und Digitalisierung in einem unfassbaren Tempo. Alte Strukturen verschwinden, wenn sie sich nicht anpassen. Die Umweltprobleme und die sozialen Risse in der Welt sind dabei nicht im Entferntesten gelöst. Wir brauchen den Wandel in der Wirtschaft und der Gesellschaft hin zu Nachhaltigkeit, aber zugleich brauchen wir eine schritthaltende Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung. Nur das kann die notwendige Ausstrahlung in die Welt hinein bewirken. Das, meine Damen und Herren, ist die Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit. Wie aber kann ein solcher Wandel gelingen? Sicher nur mit einem großen Maß an unternehmerischem Geist, mit Mut zu Neuem, aber auch zu neuen Strukturen und zugleich mit einer tief verankerten Verhaltensethik. Lehrer werden befähigt, mit weniger Stress und mit neuen Ideen außerhalb des klassischen Unterrichtswesens mit ihren Schülern Erfolg zu haben. Also ich bin an der Theodor-Hopper-Schule in Berlin seit 9 Jahren NIFTY-Lehrerin, also ein Jahr nach dem Start-up. Unterrichte unter anderem seit 20 Jahren Berufsorientierung, seit kurzem das neue Fach Wirtschaft, Arbeitslehre, Technik, was wirklich die Wirtschaft integriert hat, und habe mit diesem NIFTY-Kurs so viel Erfolg, dass meine Schüler mit Begeisterung daran teilnehmen. Er hat revolutioniert die methodische Gestaltung meines Unterrichtes und hat eine sehr gute Möglichkeit gegeben, alles das zu vernetzen, was an unserer Schule bereits vorhanden war. Die Jugendlichen verbessern ihre persönlichen Chancen. Sie werden gestärkt und gewinnen an Mut. Sie reflektieren ihre Handlungen unter ethischen Gesichtspunkten. Die Wirtschaft kann auf engagiertere und kreative junge Mitarbeiter hoffen. Du warst ja im Oktober beim Bundesevent und wurdest da von der Jury gewählt. Was ist seitdem denn alles Aufregendes passiert? Ja, also seitdem ist sehr viel passiert. Zum Beispiel das Hamburger Abendblatt ist in unsere Schule gekommen und hat mich halt interviewt. Und NDR, das Filmteam, ist halt gekommen und jetzt möchte auch noch TAF da kommen und mich halt auch filmen. Und das ist halt sehr aufregend für mich und auch alles viel auf einmal. Und das hat mich auf jeden Fall schon echt überwältigt, dass das auf einmal so gut ankommt. Das hätte ich halt auch nicht gedacht und es freut mich halt auch. It is my pleasure to be with you to help celebrate your 10-year anniversary. Es war eine Freude, dass die Europäische Kommission heute nach Berlin eingeladen wird. Den Kopf aller Ideen, die ich jeden Tag hab, mal sehen, welche ich davon umzusetzen vermag. Mit Power und Ausdauer, das ist wohl jedem klar. Werden noch deine Wünsche und Träume wahr? Das Ziel fest vor den Augen, ist der Weg auch steinig und schwer. Wenn du es durchziehst, wirst du ein Entrepreneur. Du erwachst aus einem Traum, kannst den Traum gar nicht glauben.
Verneinung unternehmen. Später willst du da.